So, schönen guten Tag, Freunde aus Blocktechnik. Ihr seht's, es hat wieder alles gebracht. Ich habe wieder ein UAZ 469 gekauft und ganz wichtig, den günstigsten, der hier zurzeit im Netz angeboten wurde. Ja, wir gucken uns den jetzt mal an, machen eine kleine Vorstellung und dann werden wir mal gucken, was wir schon wieder gekauft haben. Jo. Und dann könnt ihr ja gerne mal in den Kommentaren schätzen, was man für so ein UAZ doch zahlt. Ja, ihr seht es, UAZ 469, natürlich aus dem Ausland, aus Litauen. Ja, sonst stabile russische Blech mit Schnee. Rost hat er und das nicht zu wenig. Hier ist mal Farbe aufgekommen. Da unten Türenrost, Karosserie, Rost, Tank, einer ist da. Scheibenrahmen, Rost. Aber wir haben Scheiben, wir haben ein Verdeck. Und wer sich ein bisschen mit UAZ auskennt, seht, wir haben nicht diese von unten kommenden Pedalen, sondern wir haben, das glaube ich, von unten kommt, heißen stehend und die heißen hängende Pedale, wie sie beim normalen Auto auch schon sind. Ja, die Scheibe, ihr seht sie, ist schon mal neu gekommen. Da ist irgend so ein Gelblack drauf, also das ist irgendwas ganz, ganz komisches hier. Ihr seht, die haben Pelz abgehangen von der Decke, der sieht, naja, ganz schön all aus. Die Klammern vom Spriegel, vom Gestell, sind auch noch da. Ihr seht grundsätzlich alles drinne, überall mal ein bisschen Rost. Aber sonst originale Sitze, was bei den Russen viel wert ist, weil die bauen gerne irgendwelche Manta oder solche anderen Sitze ein. Ihr seht, da hinten sind die Rückenlehne und das Sitzpolster für die Notsitze. Dann haben wir noch den Scheinwerfer, der hier vorne an die Tür rankommt, auf der anderen Seite zum Steuern, damit man ein bisschen Licht hat. Ihr seht, der Scheibenrahmen vorne hat auch guten Rost. Also, das wird kein, denke ich, kein Auto für den TÜV. Das ist vorbei. Spiegel haben wir aber. Aber ich glaube, es ist besser als mein anderer UAZ. Der war ja wirklich ein bisschen, der hier hat auch mehr gekostet, wie gesagt, aber alle mal in die Kommentare schreiben, wie viel ihr denkt, dass er gekostet hat. Ui, da ist auch schöner Rost. Super. Die Klinke kann man rumdrehen, deswegen ist das Fenster schon offen, dass man reingreifen kann. Und zack, offen. Das nächste Loch, wo wir dich winken können. Ja. Zack. Tür zu. Wir haben schon die in Anführungszeichen neueren Rücklichter. Das sind schon diese Dreikammern, die man von der russischen Armee halt kennt. Ihr seht's. Auch Rost. Wir machen jetzt einmal das Ersatzrad ab. Zack. Ist der Ersatzradhalter ab. Das Ersatzrad sieht naja aus. 250, 318. Hier steht die, was eigentlich deutsche Größe ist, 215, 90, 15C. Machen wir die Kofferraumklappe noch dazu. Zack. Ihr seht, Ersatzteile sind dabei. Spritpumpen. Die Halter für die Klappe, damit die nicht so ganz tief fällt. Und jetzt wie andere Sachen. Wir schmeißen mal Verdeck jetzt hoch. Jetzt sehen wir mal den Rost, das Ausmaß.
Da ist ein Loch. Da drüben fängt er an. Die Ecke sieht noch ganz stabil aus. Und hier haben wir, glaube ich, auch ein Rostloch. Ja. Rost ist halt bei diesen Fahrzeugen aus der Region eigentlich gang und gäbe. Da haben die halt einfach viel mehr Regen, nasse Temperaturen, solche Sachen halt. Und da ist das halt üblicher, dass die Fahrzeuge halt rosten. Lassen wir jetzt mal offen. Aber ihr seht's, was ich gerade sagen wollte, die Ecke sieht besser aus. So viel sieht die auch nicht besser aus. Ihr seht, da fängt er auch an von außen. Da fängt er auch an. Wie gesagt, das soll aber auch Straßenfahrzeug. Soll jetzt nicht normal werden. Platte Reifen, beziehungsweise Halbplatte, da ist noch Luft drauf. Da werden wir gleich mal pumpen. Aber das, wie gesagt, wird, denke ich, ein Spaßauto werden. Wie der andere auch. Aber der andere war ja wirklich in einem sehr desolaten Zustand. Falls ihr den anderen UAZ nicht kennt, guckt gerne meine Videos dazu. Da seht ihr, wie ich den UAZ verbessert habe. Der lief ja nicht, als ich den bekommen habe. Und den haben wir dann erstmal zum Laufen gebracht. Hab Drachen dran verbessert. Kanister eingebaut, einen vernünftigen, also einen Tank. Und dann ist er bei mir auch gefahren. Hab ein, zwei Runden damit gedreht, ein paar schicke Filmchen. Hinten aus der Kofferraumklappe gedreht. Ja, und dann habe ich den getauscht, wer es nicht weiß, gegen zwei MTS 50. Und habe dann damit, wie gesagt, den UAZ getauscht. Jetzt gucken wir nochmal gleich drunter unter den UAZ. Jetzt machen wir die Kofferraumklappe nochmal hoch. Ihr seht, wir haben ganz normale Achsen, keine Portalachsen. Und ihr seht, wir haben einen schön abgeschnittenen Auspuff. Der Mittelschalldämpfer ist drunter. Aber wir besitzen keinen Endschalldämpfer mehr. Der Rahmenträger hinten, Anhängersteckdose, die nicht angeklemmt ist, und eine militärische Anhängerkupplung. Der Rahmen sieht hier hinten, naja, auch ganz schön gebrutzelt, aber ich glaube, der hat mal viel Farbe gesehen, wenn man das mal sieht. Das wirkt jetzt nicht wie Rost, das ist wirklich viel Farbe, was jetzt da mal raufgekommen ist. Der Rahmen, finde ich, sieht gar nicht schlecht aus. Da können wir gleich auch nochmal ins Radkasten, in den Radkasten gucken. Zack. Ersatzrad wieder dran. Also ihr seht, der Rahmen hat mal Farbe gekriegt. Also bekommen. Da waren sie mal dran. Wie gesagt, das geht schon. Man muss ja dazu sagen, der andere, mein anderer UAZ, hatte der Rahmen hinten auch schon arge Probleme. Der UAZ hier vorne, weniger Rost an den Kanten. Jetzt gucken wir mal rein in der Motorhaube. Mit einer Hand ist das immer ein bisschen schwierig. Wir klappen diese mal komplett um. Zack. Ihr seht's. Wer es jetzt nicht gewusst hätte aus Litauen, der weiß es jetzt. Kanister und Spritfilter. Ja. Und jeder, der sich ein bisschen mit UAZ auskennt, wenn nicht, dem erzähle ich es jetzt gerne. Ihr seht's, das ist schon ein neuerer UAZ. Das ist nämlich ein UAZ, ich bin der Meinung, 31512. Sind UAZ mit 90 PS Motoren, daran zu erkennen, danke nochmal an Flori. Dieser hat einen runden Krümmer, nicht einen eckigen Krümmer. Und dadurch ist bekannt, dass das, wie gesagt, 90 PS Motoren sind, die ein bisschen höhere Leistung haben. Dann einen schon normalen Patronenluftfilter und kein, also ich weiß nicht, ob das zentrifugal oder Scheiben ist bei dem anderen.
jeden Fall hat er, wie gesagt, schon diesen neueren Luftfilter. Ja, und wie gesagt, ist ein verbesserter Motor, ist halt alles ein bisschen neuer und moderner. Dieser hat eine Zweikreisbremsanlage, einmal für die vordere und für die hintere Achse. Kann ich gerne mal zeigen. Einmal hier, das müsste die vordere sein. Ja, hier sind diese Behälterleitungen und hier ist der, ich glaube, es ist ein Bremslichtschalter. Und der geht dann halt weiter immer zum, das ist der hintere Kreis hier, der mit dem Draht umwickelte. Also vorne ist hinten und hinten ist vorne. Und der geht dann runter zur Achse und bremst. Nur mal kurz, um den Leuten das zu erklären, eine Zweikreisbremsanlage ist halt dafür besser gehen. Das hat, glaube ich, jedes moderne Auto. Weil wenn jetzt wirklich an der Hinterachse ein Bremszylinder kaputt geht, ein Bremsschlauch wegfliegt oder jemand euch hinten das mutwillig durchschneidet, kann man immer noch mit der Vorderachse weiterbremsen. Oder mit der Handbremse, wenn beide durchgeschnitten sind. Aber das halt, Trabis hatten früher auch bloß eine Einkreisbremsanlage und wenn dann, wie gesagt, ein Schlauch kaputt gegangen ist hinten, dann konnte man nicht mehr bremsen. Auch die Vorderräder haben nicht gebremst. Und deswegen eine Zweikreisbremsanlage, dass Vorder- und Hinterachse getrennt sind und man bremsen kann. Ja, genau noch zu sagen, Bremskraftverstärker hat dieses Fahrzeug nicht. Ich weiß nicht, ob der fehlt. Es sieht irgendwie ein bisschen komisch aus, diese Lücke. Aber naja, ist doch egal. Das Fahrzeug besitzt eine hydraulische Kupplung. Dort ist, wie gesagt, da unten ein Geberzylinder und ein Nehmerzylinder unten drin, soweit ich das richtig weiß. Lynch mich bitte nicht. Und dadurch kommt, wie gesagt, entsteht hydraulisch ein Kupplungsdruck, was früher in Seilzug gemacht wurde, passiert jetzt über Hydraulik. Wir gucken mal einen Kühler rein. Und ihr seht, es ist sogar was drin. Wenn ich das jetzt mal so nehme, dran rieche, also es ist irgendwas Froststoffmäßiges, es ist irgendwas. Nach reinem Wasser riecht das für mich nicht, aber ich werde das, denke ich, neu machen, weil es gibt nichts Schlimmeres als einen Frostschaden. Darauf habe ich nämlich keine Lust. Ölfilter. Nockenwelle mal reinguckt. Gut, der Nocken sieht jetzt gerade ein bisschen dreckig aus, aber die Welle sieht sonst gar nicht schlecht aus. Ja, haben wir die Zündspule. Da geht nur ein Kabel von ab, ein rotes. Wo das hingeht, eine gute Frage. Ja, Batterie am Laden. Wie gesagt, eine Lichtmaschine, zwar noch mit Regler. Da drüben wäre der Hauptschalter. Und ja, damit möchte ich erstmal das Video zu dem litauischen UAZ beenden. Wie er läuft, füge ich euch jetzt noch ein. Also angesprungen ist er schon. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video. Bis dann. Tschüss. Klappe vorne. Warte, ich gucke. Schauen wir. Ja, bewegt sich. Super. Ja, zu.
Mal eine Runde fahren?